Welcome, welcome, Subject 27B. I see here in our records that you have been encountering extreme nightmares for the past year or so. Do not worry, for after this session, your nightmares will be removed and you will be able to live your life normally. What we are going to do is expose you to your greatest fears. Do not worry, for none of it is real. The only true danger is the darkness. Never step into it. Alright, now since you know what's going on, let's begin the demonstration. Und damit recht herzlich willkommen auf meinem Rossi-Kanal und seinem kleinen Runde Indie-Horror. Heute spielen wir zusammen Trenumbus. Das Spielchen ist schon ein bisschen älter, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich gefunden. Ist von demselben Entwickler, wie ich jetzt auch vor kurzem The Morgue gespielt habe. Wir sollen hier auf jeden Fall nicht in die Dunkelheit. Kann ich hier was tun? Kann ich was tun? Was? What? Oh, die Dunkelheit. What? Wo geht's denn da lang? Wir müssen aufpassen vor der Dunkelheit. Creepy. Hier lang gehen? Die Dunkelheit kommt hinter uns. Jesus. Komisches Spiel, oder? Wir sind hier irgendwo in einer Demonstration. Wir sind ein Testobjekt. What? Ich laufe mal ein bisschen schneller. We here at Zolt's Laboratories take the utmost pride in our state-of-the-art facilities. Notice the wildlife growing in extreme low-light conditions. May it be a path for you on your ways. What? Sind das Grabsteine? Was? Do you fear death, Subject 27B? Oh, Jesus. Wo müssen wir hier lang? Hier lang? Ich gehe mal hier lang. Für unsere Ausgangsposition. Da sind wir hergekommen, oder? Ich habe mich verlaufen. Leute. Ich möchte nicht in die Dunkelheit. Nein. Hier war doch eine Weggabelung, oder? Was ist das? Oh! Ich sehe nur noch Totenköpfe. Das hört sich nicht gut. Was macht das Spiel mit uns? Wir sind Congratulations, Test Subject. You have done surprisingly well. Now, step on to this lift in front of you and we'll proceed the demonstration. Jetzt soll meine Lift gehen. Na wunderbar. We are now entering level 2 of the demonstration. Remember to follow all guidelines and pay close attention to my instructions. Once again, never enter the darkness. I must warn you, there are things that we do not know that lurk in the dark. Ja, wunderbar. Also wir sind ein Testobjekt. Wir sollen dem seine Instruktionen folgen. Wir sollen hier bloß nicht in die Dunkelheit laufen. Aber hier wird es auf einmal zu dunkel. Was ist das? Oh, da geht's lang. What? Folge dem Licht, alter Mann. Aber wo geht das Licht an? Hier? Hier schlicht. Und nun? Hier lang? Was ist das? Eine Lampe? Jesus.
Was ist das? This is very peculiar. I have never seen these markings before. They are not part of Zolt's laboratories. Do not follow them. Oh. I repeat, Subject 27B, do not follow them. Ja. Follow my instructions. Ja, ich hab schon verstanden, aber wo? Dann sag, wo ich lang gehe, musst du Nasebär. Ich soll nicht dem Pfeil folgen, sondern ihm seine Instruktionen. Aber hier komme ich ja nirgends weiter. Hier ist ja nirgends Licht. Und sagen tut auch nichts. Wieso steht da ein Müllsack? Und hier ist überall dunkel. Do not follow. Ja, aber woanders komme ich nicht lang. Steig mir doch in den Sack hier. Ich mache nicht das, was er sagt. Es geht ja kein anderer Weg. Ich muss denen Pfeile folgen. Nix wie raus. Ja, danke. Danke, liebes Spiel. Das wäre ihr Preis. Ihr legt's mir Marsch. What? Was sind wir denn jetzt? Da. Ich weiß nicht, wo es angeht. Ah, hier? Hier vielleicht? Ich hab... Jesus, was sind wir hier? Wo bin ich hier? Was ist das für eine abgespacede Welt? Hä? Ich raff's gerade nicht, Leute. Hier wird's weitergehen, aber ich komme hier nicht hin. Ich kann mich mal drehen. Drehen. Und hier komme ich nicht weiter. Hier scheint es, als ob ich auf dem Kopf bin. Und hier komme ich nicht weiter. Hier muss es doch irgendeinen Trick dabei geben, oder? Ich vergesse. Ja, legt's mich am Arsch. Ich hab da gar keinen Plan mehr, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin. Ich kann laufen. Und folge dem Licht. Oh, es ist abgedreht, oder? What? Ich glaube, ich bin wieder auf dem richtigen Weg. Ist das abgedreht, Leute? What? Ich gehe mal hier weiter. Creepy! Mama! Was geht hier vor sich? Leute! Was sind wir denn jetzt? Jesus. Welcome to hell. Einfach abgefahren. Hier geht's rein, hier geht's rein, hier geht's rein. Poor test subject. You didn't follow my instructions. Nein. And now you will pay. Throw him into the field. Stop the experiment, turn on the lights. Goodbye. What? Goodbye? Warum? What? Thank you for playing Trinumbus, the prelude to Bygone Fields. If you would like more,
go to Zoltok's YouTube page at Zoltoks and search for Bygone Fields. A free beta is coming out soon, so make sure to subscribe. Thank you again, and have a good day. Press escape to quit. Nein. Ich presse jetzt kein, also ich drücke jetzt nicht Escape. Ich glaube, wir sind einfach mal dahin. Cooles Ding. Cooles Game. Wie gesagt, ist schon etwas älter. Ich glaube von, ich müsste lügen, 2013? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Turn Numbers. Cool. Auf jeden Fall habe ich nicht seinen Instruktionen auf seine Instruktionen gehört und bin deswegen gestorben. You die in winter. Ist ja gar kein Winter. Was redest denn du für eine Scheiße, alter Mann? Ich laufe noch ein bisschen rum. Vielleicht passiert doch noch was. Man weiß ja nie in solchen Spielen, ne? Aber ich glaube, jetzt ist dann fertig. Wer bist du? Who are you? Seht ihr, man kann noch was sehen. Was ist das für ein Monster? Bist du auch ganz alleine? What? Wer bist du? Hallo? Großer Mann? Dread Numbers. Auf Wiedersehen. Sag zum Abschied. Leise Servus. Komm ich da hoch? Creepy. Ich weiß es nicht, ob das Spiel jemals rausgekommen ist. Kann ich euch nicht sagen. Aber ich würde sagen, das war's mit Turnumbus. Eine ziemlich abgedrehte Erfahrung, würde ich sagen, ne? Zwischendurch cooler Sound. Aber ich habe echt nicht gewusst, wie ich jetzt an dem Teil vorbeikomme, außer diesen Pfeilen zu folgen. Vielleicht war ja auch der Gag dabei, dass man den Pfeilen hätte folgen sollen und es ist so ausgegangen ist. Ich weiß es nicht. Genießen wir nochmal diese wunderschöne Landschaft hier. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Was Kleines, Feines für zwischendurch mal. Ist schon mal nicht schlecht, oder? War ein bisschen abgedreht. Ein bisschen scary, ein bisschen kleiner Jumpscare. Was braucht der Mensch noch mehr zum Leben, oder? In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet würdet auf meinem Rosting-Kanal. Das war Trenumbus. In diesem Sinne, ich sage immer in diesem Sinne, habt euch lieb, genießt das Leben, enjoy the life, habt Spaß miteinander, verhaut euch nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Nicht wieder in diesem Sinne. Ich sag nur noch, Finger die Rotz. Tschö mit dem Finger die Rotz. Ich bin sowas von bescheuert, oder? Euer Rusty Man. Ciao. Thank you and goodbye. Turnumbers.